wir ein Video auf diesem Kanal hier starten und ein Whiteboard zu sehen. Das heißt, das zwei Dinge, nimm deine Sachen und lauf und schließ das Video, weil es kommt viel Esoterik-Quatsche. Oder es kann dir vielleicht doch irgendwo ein bisschen weiterhelfen. Und ich hoffe natürlich inständig, dass wir letztere, also zweite Möglichkeit hier erreichen werden. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich zum Video, worüber wir uns Gedanken machen wollen, gemeinsam besprechen wollen, wie du vielleicht noch versuchen kannst, durch einfache Art und Weise die letzten 5 oder 10% rauszuholen, die dich dann tatsächlich so das Ruder rumreißen lassen, um langfristig erfolgreich zu traden, kurzfristig erfolgreich zu traden, um einfach so diesen richtigen Stand, diesen richtigen Fuß in der Tür zu haben, um darauf einfach aufzubauen. Weil eine Sache kann ich dir halt sagen, ich kann dir nicht sagen, was richtig und falsch ist. Dafür ist Trading zu dynamisch und vor allem auch, wer bin ich, um sowas halt sagen zu können oder sowas behaupten zu können. Aber eine Sache kann ich halt machen, ich kann dir aus 12 Jahren Trading meine Erfahrung berichten. Und ich glaube, wir sitzen alle in einem Boot und wir sind uns teilweise schon ähnlicher, als wir denken, was so Ziele, Sorgen, Nöte angeht und was wir uns halt einfach wünschen. Und deswegen hoffe ich, dass du hier von profitieren kannst. Und für mich geht es vor allem um eine Sache, die nicht unbedingt gesellschaftskritisch ist, aber die schon in diese Richtung geht, dass wir halt sagen müssen, wir müssen im Trading ein bisschen umdenken. Wir haben ja schon über die eine Sache gesprochen, dass wir durch die technische Analyse im Trading zwar ein gutes Hilfsmittel bekommen, um den Markt zu timen, zumindest so gut es geht, aber die technische Analyse uns niemals erfolgreich machen kann alleine. Ja, als Instrument von ganz vielen Instrumenten ist das durchaus richtig, ich setze das mal hier in Anführungsstrichen, aber ganz viele Menschen sind ja immer noch, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten, immer noch auf der Suche nach, ich brauche die richtige Trading-Technik, den richtigen Indikator und. Und die meisten Menschen, ich würde sagen so zwischen ja, 1 bis 2 Jahre Trading-Erfahrung, die checken irgendwann, dass diese Reise vergebens ist. Es funktioniert nicht, es geht nicht, es gibt es nicht. Ich glaube, einige Menschen raffen das nach 1 bis 2 Jahren. Trotzdem, es gibt auch immer wieder krasse, verwunderliche Ausnahmen, die sogar nach 4 oder 5 Jahren immer noch versuchen, mit irgendeinem Indikator irgendwas zu machen. Weil, und das ist eine ganz einfache Rechnung, die wir anstellen können, wenn die technische Analyse wirklich allein für sich erfolgreich machen würde, dann wären ganz viel mehr Trader auf dieser Welt erfolgreich. Die Statistik zeigt uns aber eindeutig, das ist nicht so. Und eine technische Analyse ist im Prinzip wie ein Handwerk, was du erlernen kannst. Das heißt, das kannst du innerhalb von 1 bis 2 Monaten spätestens erlernen. Teilweise halt klar, in ein paar Tagen. Ja, du schaust dir ein paar technische Dinge an, du versuchst die nachzuvollziehen, du beobachtest die an den Märkten, du setzt die Dinger zusammen, du lernst einen Fibonacci zu ziehen, du lernst Trendlinien zu ziehen, von mir aus sogar Elliott-Wellenkalkulation und damit ist die Sache gegessen. Dann bist du eigentlich free to go, um zu zeigen, was du an den Märkten reißen kannst. Aber die Realität zeigt, es ist ein ganz kleiner Bruchteil und nichts anderes als der Bruchteil, der dir halt hilft, im großen und ganzen Kosmos den Einstieg zu finden, im wahrsten Sinne des Wortes, Einstieg und Ausstieg. Das heißt also, mit der technischen Analyse kannst du nur 2 Dinge machen. Du kannst eigentlich nur den Markt timen. Du kannst immer nur versuchen, ein besseres Timing für einen Einstieg und für einen Ausstieg zu finden. Die Zeit dazwischen, da hilft dir keine technische Analyse. Ja, für die Unwahrscheinlichkeiten oder für die Wahrscheinlichkeiten, da hilft dir selten bzw. fast nie die technische Analyse. Das ist immer das, was in deinem Kopf vorgeht. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich sage, es soll nicht gesellschaftskritisch klingen, aber ganz viele Menschen, ganz viele von uns haben es extrem schwer im Trading erfolgreich zu sein, weil wir ganz viele Attribute und Charaktereigenschaften verbinden müssen, die uns im Trading erfolgreich machen könnten, die wir aber in unserer Gesellschaft eigentlich gar nicht mehr vorfinden dürfen. Und eine Sache, die habe ich vor allem bei mir bemerkt und das wäre auch eine Sache, die ich definitiv auch jedem Menschen raten würde, ist, Leute, Trading muss euch keinen Spaß machen. Ne? Wenn es euch Spaß macht, ist das super geil. Und ich bin davon überzeugt, die meisten Traderinnen und Trader, die überhaupt sich dem Thema widmen, haben Spaß daran, weil es ganz viele faszinierende Eigenschaften mit sich bringt. Aber der Erfolg im Trading, der muss dir keinen Spaß machen. Und das ist etwas, was in unserer heutigen Zeit eigentlich so ein richtiges Tabu oder fast so gegensätzlich einfach annonciert wird, weil wir immer sagen, ja, mach dein Hobby zum Beruf und du musst keinen Tag im Leben mehr arbeiten. Glaub mir, ich kenne unglaublich viele Menschen, also ich kenne nicht super viele Menschen, aber unglaublich viele Menschen, relativ gesehen für Menschen, die ich kenne, die genau das gemacht haben oder die genau das machen, die haben eigentlich Traumberufe, ja, Streamer, Gamer, Trader, Berater, Coaches, Online-Marketer und. Es gibt unfassbar viele Menschen, die das machen, was sie eigentlich ursprünglich liebten und trotzdem haben die genug Tage, wenn nicht sogar teilweise mehr Tage, auf die sie gar keinen Bock haben, als Tage, auf die sie Bock haben. Es gibt Ausnahmen. Es gibt aber auch vor allem diese Grauzone, würde ich sie mal nennen, wo du nicht einfach so
dich richtig auf irgendwas vorfreust, aber wo du einfach Dinge aus Routine machst und sie gerne machst, weil sie eben zu deiner Routine zählen und weil du weißt, dass die Arbeit, die du heute reinsteckst, für die Früchte, die du morgen erntest, sorgen wird. Und das stellt sicher, dass der Preis, den du zahlst, dass der sich halt auch auszahlt. Ja, das heißt, also, ich kenne viele Menschen, die nicht jeden Tag im Paradies leben, obwohl sie rein faktisch auf dem Blatt Papier, wenn du das lesen würdest, würdest du sagen, absolutes Traumleben. Und trotzdem wird jede Person auf dieser Welt, die ihre Hobby zum Beruf macht, trotzdem irgendwo keinen Bock auf bestimmte Parts ihrer Arbeit haben, bestimmte Tage, bestimmte Phasen haben und, und. Und dieses Hobby zum Beruf machen, beziehungsweise immer auf sich selber hören und immer dieses, es muss mir gut gehen, ich muss glücklich sein, ich glaube, es ist inflationär benutzt und total überschätzt. Weil, was versuchst du mit Trading zu erreichen? Versuchst du zu leben, um zu traden, was cool ist, aber vor allem, das ist eher so mein Spirit, du versuchst doch teilweise auch zu traden, um zu leben. Trading gibt dir auch die Möglichkeit, von überall aus auf der Welt, mit einem relativ geringen Zeitaufwand, mit wenig Material, Equipment, mit wenig Ausgaben im eigentlichen Sinne von, um das Ganze betriebsfertig zu machen, um dein Tab und Gut oder beziehungsweise dein täglich Brot verdienen zu können. So, und das allein schon gesehen von dem, vom Aufwand, was das an deinem Tag an Zeit einnimmt, zu wie du deinen Tag gestalten kannst, würde ich sagen, es wäre Fairplay, wenn du sogar eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden am Tag irgendwas machst, worauf du keinen Bock hast, was dir aber dazu hilft, dass du den restlichen Teil des Tages Dinge machen kannst, worauf du Bock hast. Und dieses, es muss dir halt Spaß machen, glaube ich, ist ein Punkt, weil wir als Menschen natürlich auch immer verwöhnter werden, vor allem auch durch die Technik, diese Erreichbarkeit, dass alles immer auf Knopfdruck verfügbar ist. Und ich glaube, das führt dazu, dass wir so verweichlicht sind, dass wir auch denken, jeder Schritt muss uns Spaß machen. Geld verdienen, vorankommen, vor allem auch ökonomisch gesehen, muss dir keinen Spaß in diesem Sinne machen. Glaube ich. Ja, deswegen, wenn du mit Trading anfängst und sagst, du hast eine ganz klare Vision, du willst damit das und das erreichen, du willst damit deinen Unterhalt finanzieren, deinen jetzigen Job vielleicht ablösen, Leute, es muss euch keinen Spaß machen zu traden. Du musst die Mission dahinter sehen, du musst die Vision dahinter sehen. Und diese Vision dahinter, was es dir erlauben kann, ist das, was dich antreiben sollte. Und ich glaube, dass das zu häufig in den Hintergrund gerät. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege oder eurer Meinung nach falsch liege. Sagt mir gerne, wenn ihr das anders seht. Aber ich erlebe immer mehr Menschen, die sich natürlich versuchen, selber zu finden, viele Dinge ausprobieren. Und das ist super. Aber du wirst Dinge kennenlernen, die dich schneller voranbringen oder langsamer voranbringen. Du wirst Dinge kennenlernen, die dir mehr Spaß machen, aber weniger Spaß machen. Im Endeffekt musst du für dich, meiner Meinung nach, den Mittelweg finden, der nicht zu sehr in eine Extreme schlägt. Weil wenn du kennst, also das kennst du, den Dualismus oder den Pluralismus des Lebens, es gibt nicht das eine oder das andere. Ohne hell gibt es kein dunkel. Ja? Ohne dick gibt es kein dünn. Ohne groß gibt es kein klein. Weil es immer relativ gesehen ist, weil es immer Maßstäbe sind, die sich quasi gegenseitig aufwerten, beziehungsweise aufwerten ist das falsche Wort, gegenseitig vergleichbar machen und dadurch halt erst eine Seite eine bestimmte Qualität zuweisen. Und dementsprechend glaube ich halt auch, dass selbst wenn dir Trading unfassbar viel Spaß macht, das ist kein Garant dafür, dass du erfolgreich tradest und das ist kein Garant dafür, dass du immer daran Spaß haben wirst und den Prozess liebst und immer schneller vorangehst und. Teilweise sogar ganz im Gegenteil, weil wenn du dich zu sehr auf etwas freust, zu hyped bist, ja, wie man natürlich so neumodisch sagt, dann wirst du auch ganz schnell Ernüchterung erleben, nämlich dann, wenn dein dieses Luftschloss, was du dir in deinen Gedanken, was du dir da quasi alles so reinspinnst, wenn das auf die harte Realität trifft, dann haben wir sehr häufig, dass das kollidiert und du dann mit einem gebrochenen Ego da sitzt. Also eine der Kernbotschaften, die ich versuchen möchte, einfach mitzugeben, weil ich es bei mir selber merke, ist, ich liebe Trading. Also Trading macht einen Großteil meines Lebens aus, aber ich habe es halt lieben gelernt. Ja, ich habe es lieben gelernt, weil es mir sehr viel genommen hat, weil es mir sehr viel gegeben hat, weil es mich aber auch bereichert in dem Sinne, dass ich mich mit vielen Dingen auseinandersetze und ich gemerkt habe, dass ich diesen Drive dahinter mag. Ob ich jetzt Trading an sich liebe, einen Trade zu platzieren, ob ich einen Metatrader liebe, TradingView liebe, kann ich hier nicht sagen. Aber es sind auch Fragen, die ich mir gar nicht so eindeutig stelle, weil warum? Wenn du weißt, zu welchem Zweck dir Trading helfen kann und helfen soll, dann steck die verdammte Arbeit rein. Sei dir nicht zu schade dafür, die Arbeit reinzustecken für etwas, wo du weißt, dass es dir gut tun kann. Und ich rede nicht, gut tun wird, sondern du weißt, dass es gut tun kann. Und dann ist es der Versuch wert. Weil Punkt 1, du weißt nie, wie es ausgeht. Du weißt auch nie, wie es ausgeht, wenn du eine Ausbildung von mir aus in irgendeinem Ausbildungsbetrieb anfängst. Da sind
die Wahrscheinlichkeiten, wenn du nach 3 Jahren Ausbildung abgeschlossen hast, sind, glaube ich, auch nicht ultra hoch, zumindest aktuell, dass du von der Firma oder sowas direkt übernommen wirst. Auch das halte ich für mittlerweile halt sehr, sehr fraglich. Aber du weißt nie, wie etwas ausgeht. Du kannst immer nur sagen, ich entscheide mich für etwas und ich stecke die Zeit in die Arbeit rein, weil ich glaube, dass es mir einen großen Return geben kann. Und das ist, glaube ich, beim Trading halt nicht anders. Das heißt, du musst doch nicht mal wissen, ob du mit Trading erfolgreich wirst oder nicht. Da ist eine Chance und diese Chance kannst du wahrnehmen. Und wenn du jetzt die Arbeit reinsteckst, ohne dir Gedanken zu machen, kann ich mich damit erfüllen, kann ich dies oder jenes machen, wirst du meiner Meinung nach einen viel, viel besseren kognitiven Assoziationsrahmen aufbauen, der dich auch viel widerstandsfähiger macht und viel disziplinierter macht. Weil wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann wirst du auch an solchen Dingen wie Burnout viel schneller leiden. Dann wirst du viel schneller aufhören, weil du immer nur nach Gefühl gehst. Und wenn du immer nur dann Dinge machst, wenn du es fühlst, dann wirst du von jetzt auf gleich immer wieder andere Dinge machen, weil Gefühle ändern sich. Gefühle kommen und gehen und Gefühle sind vor allem sehr, sehr stark abhängig von vielen anderen Dingen. Und wenn du nur zum Sport gehst, wenn du dich danach fühlst, wenn du nur gesund isst, wenn du dich danach fühlst, dann wirst du sehr schnell erleben, im eigenen Dasein wirst du sehr schnell erleben, wie wenig du tatsächlich verrichtet bekommst. Aber wenn du halt weißt, ey, pass auf, ich habe regelmäßig geile Events in meinem Leben, also will ich im besten Fall mit vollem Bewusstsein, mit voller Gesundheit da sein, relativ lange leben, dann kannst du auch bereit sein, in gesunde Nahrung, in Sport, in Ausgeglichenheit, in Spiritualität die Arbeit und Zeit reinzustecken, die es braucht, um darin besser zu werden, weil du weißt, welchem höheren Zweck es dient. Deswegen möchte ich nochmal ganz klar sagen, ich glaube, wenn dir Trading Spaß macht, cool, und ich glaube, den meisten von uns macht es Spaß, das hat sich bei mir aber auch erst ergeben, genauso wie, schau mal, ich habe mal 160 Kilogramm gewogen und heute, jetzt aktuell, seit Jahren mache ich jeden Tag Sport. Glaubst du, damals hätte mir Sport Spaß gemacht? Hätte mir damals Sport Spaß gemacht, hätte ich wahrscheinlich nicht 160 Kilogramm gewogen. Ja, das heißt, auch Dinge können sich ändern und vor allem können durch Routinen und Disziplinen im Sinne von diszipliniert sein, können sich Spaßfaktoren ergeben. Nur weil der Trading heute noch keinen Spaß macht, weil du Videos schauen musst, weil du ackern musst, backtesten musst, heißt das doch nicht, dass du in einem Jahr immer noch keinen Spaß am Trading hast. Aber wenn du das halt als Vehikel siehst, als wirkliches Vehikel, was dir mehr Benefit einbringt, also mehr Pro-Punkte einbringt als Contra, ist es meiner Ansicht nach einen Versuch wert. Und auch wenn es dir keinen Spaß macht. Geld verdienen sollte immer fair sein, sollte immer ordentlich sein, meiner Meinung nach. Also jetzt nicht anfangen, irgendeinen Blödsinn zu machen, weil ich glaube sehr stark an Karma. What goes around, comes around. Aber es muss dir halt nicht Spaß machen in dem Sinne, dass du immer sagst, ich muss auf mich hören, ich muss frei sein, ich muss dies und jenes. Weil wir sehen ja in unserer Gesellschaft, wozu das führt. Menschen, die kein Commitment mehr haben, Menschen, die emotional immer schwächer werden, Menschen, die gebrochen sind, die sehr, sehr schnell halt auch an, ich sag mal, sowas wie Burnout und sowas leiden, weil sie halt einfach nicht mehr den Kopf so gepolt haben, wie es vielleicht dazu notwendig wäre, um die nötigen Schritte im Leben quasi einzugehen, die dich dahin bringen, wo du hinkommen willst. Deswegen möchte ich dich unter anderem auch mit diesem Video da einfach zu motivieren, zu sagen, versuch das Konzept des Glücklichseins während der Arbeit beispielsweise, versuch das ein bisschen zu relativieren. Weil du weißt genau, da wo du jetzt bist, wolltest du vielleicht schon vor ein paar Jahren sein und jetzt bist du trotzdem in der Situation, wo du in der Zukunft Dinge siehst, die du haben willst. Das heißt, dich jetzt gerade im Mangel da sein lassen und eher so ein bisschen unglücklich sein lassen, weil du hast vielleicht jetzt eine Wohnung, die du vorher haben wolltest, auf die du dich gefreut hast und jetzt willst du die nächst größere Wohnungen haben. Das heißt, dieses Rat Race, also dieses Rennen, wird niemals enden und da kannst du dir schon immer erklären, warum du quasi auch immer in diesem Rennzustand bist, warum du dich nie glücklich fühlst in dem Moment, wo du bist, sondern halt immer weiter rennen willst, immer das Größte, Nächste, Weitere erreichen willst, weil du denkst, dann bin ich endlich glücklich, anstatt sich einfach auf den Weg zu fokussieren, weil, so sagt man ja auch so schön, the journey is the happiness, also die Reise ist das, was glücklich macht und nicht, wenn du ankommst. Und ich glaube, dass du mit den richtigen Werkzeugen trotzdem auch Phasen haben kannst, in deinem Lernabschnitt, die dir absolut keinen Spaß machen und das auch vollkommen in Ordnung ist. Weil du nicht sagen musst, ich muss 24/7 glücklich sein und 24/7 mich erfüllen, weil das funktioniert nicht. Wenn du dich erfüllst und die ganze Zeit in deinem Leben erfüllt bist, wenn du die ganze Zeit im Paradies lebst, dann wirst du die Wertschätzung nicht mehr haben, weil du die Gegenseite nicht kennst.
Und das ist diese Pluralität oder halt auch Dualismus im Leben genannt, wo du halt nur erkennst, du kannst nur glücklich sein, wenn du weißt, was Unglück bedeutet. Ja, aber meistens verlieren wir die Bedeutung dessen, was Unglück und Glück bedeutet, sondern wir wollen die ganze Zeit auf Wolke 7 schweben. Und das macht uns entsprechend, ja, in vielen Fällen, glaube ich, sehr, sehr angreifbar, sehr, sehr manipulierbar, aber auch lässt uns selber relativ schwer einen Weg verfolgen, von dem wir eigentlich überzeugt sind, dass er uns voranbringen muss. Das heißt also, an dieser Stelle wünsche ich mir von Herzen, dass du vielleicht dann auch sagst, pass auf, wenn ich weiß, dass mir etwas gut tut, sei es Trading in diesem Fall, seien es ganz viele andere Dinge, dann bin ich bereit, den Preis zu zahlen, den es braucht, um es zu versuchen, um die Chance wirklich wahrzunehmen, um wirklich zu sagen, ich habe mein Bestes gegeben, um im Trading erfolgreich zu sein. Und wenn es nicht klappt, dann hast du zumindest eine Option abgehakt. Von vielen Optionen, die es gibt, aber die eine Option, die dich dahin bringt, wo du hinkommen willst, die existiert. Nur du kannst nicht anfangen, die Striche zu machen, ohne es besten Wissens und Gewissens ausprobiert zu haben. Und Punkt 2 ist, wenn es dir Spaß macht, dann ist es super, und wenn es dir keinen Spaß macht, ist es komplett in Ordnung. Dann heißt es nicht, dass Trading nichts für dich ist. Du kannst trotzdem mit Trading Geld verdienen, auch wenn es dir keinen Spaß macht. Das ist, glaube ich, trotzdem auch eine gute Eigenschaft, einfach so ein bisschen für sich zu beschließen. Ich muss nicht immer ultra motiviert sein, um was zu machen. Ja, wenn ich, also es geht nicht darum, an guten Tagen viele Schritte zu machen. Es geht darum, wenige Schritte an jedem Tag zu machen. Und das ist, glaube ich, vor allem auch in so einem Bereich wie Trading, was so multidimensional komplex ist, durchaus ein sehr, sehr gutes Ding. Und ich hoffe, dass ich dir die eine Message mitgeben konnte, nämlich, wenn du glaubst, Trading kann dich voranbringen und weiterbringen, dann kann der Fokus von, ich will auf der technischen Analyse alles lernen und den nächsten Indikator jagen und, kann die Betrachtung weitergehen zu, ich will mich dem Thema widmen, vor allem auch, wie ich schon sagte, multidimensional, aus diesen ganz vielen Blickwinkeln, sich mal die psychologische Perspektive anzuschauen, mich auf Dinge einzulassen, mich vielleicht auch versuchen, selber zu konditionieren in Form von, ob Spiritualität ist oder wie auch immer, oder ob es, ich sag mal, irgendwelche Gehirnübungen sind, Gehirnjogging, Lesen und, ja, dass du dich darauf einlässt quasi, und auf dem Weg, auf dem Prozess musst du keinen Spaß haben. Und wenn du keinen Spaß daran hast und es trotzdem durchziehst, wirst du merken, dass dich das meistens noch viel, viel mehr bereichert, als wenn du Dinge machst, die dir nur Spaß machen. Ich lade dich dazu ein, das gerne mal zu probieren oder mir gerne auch mal deine Meinung mitzuteilen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass ich das heutige Leben genießen darf, was ich mir hart erarbeitet habe, aber wo ich auch nicht immer auf Wolke 7 bin, das ist ganz klar. Aber trotzdem bin ich auch davon überzeugt, dass ich in diese glückliche Situation gekommen bin, weil ich Dinge gemacht habe, die mir keinen Spaß gemacht haben, weil ich einen höheren Zweck nachgeeifert bin und ich dafür belohnt wurde und dafür mit noch mehr Glück belohnt wurde, als wenn ich nur das gemacht hätte, was mir Spaß macht. Ganz liebe Grüße, euer Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.